Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir so ein bisschen über die bisherige Transferperiode von Arminia Bielefeld. Ich werde alle Spiele einmal behandeln und sie einranken von der Skala 1 bis 10. Vorneweg Spoiler, ich habe mal wieder viel zu gut bewertet. Scheiß Arminia Fanbrille. Nach dem Intro geht's auf jeden Fall los damit. Vorneweg, so eine Meinung zu einem Spieler ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Gerne eure Meinung nach dem Video in die Kommentare, ob ihr irgendeinen Spieler schlechter bewertet habt oder besser bewertet habt. I don't know. Wir legen auf jeden Fall los, da wir einige Spieler zu behandeln haben. Zu jedem Spieler gibt es ja so eine kleine Grafik. Ihr kennt das, denke ich mal, von mir. Und wir legen los mit Sam Schreck. Ihm habe ich hier eine 7 von 10 gegeben. Stammspielerqualität hat er auf jeden Fall. Ich denke mal, er kann gut Schwung ins Mittelfeld bringen. Und das könnte auf jeden Fall was werden. In der Startelf sehe ich ihn auf jeden Fall. Geht weiter mit Luis Oppi. Ihm habe ich hier eine 6 von 10 gegeben. Er ist vielversprechend, muss aber natürlich zeigen, dass er sich durchsetzen kann. Bei Hannover in der Regionalliga bzw. bei Hannover 2 hat er schon gute Ansätze gezeigt. Ich hoffe, dass er es auch bei uns tun kann. Dann Sammy Belkahir. Ihm habe ich eine 8 von 10 gegeben. Er hat auf jeden Fall das Zeug zum Stammspieler. Bei 60 hat er über mehrere Jahre gut performt in der dritten Liga und ja, kennt die dritte Liga auch gut. Guter Transfer auf jeden Fall, hier Sammy Belkahir zu Arminia zu holen. Es geht weiter mit Gerrit Gulke, der nächste Innenverteidiger. Auch ihm habe ich eine 8 von 10 gegeben. Kennt die dritte Liga gut, war letzte Saison aber leider lange verletzt. Dennoch ein sehr kämpferischer Spieler, gerade das, was wir brauchen. Ich denke mal, das könnte auf jeden Fall was werden. Dann geht es weiter mit Can Özcan. Ihm habe ich hier eine 6 von 10 gegeben. Nach seiner Arminia-Zeit kickte er viel in der vierten Liga oder im Ausland. Letzte Saison hat er eine gute Saison gespielt in der dritten Liga beim BVB 2. Ich hoffe, er reißt sich für seinen Ausbildungsverein den A auf. Mit 23 Jahren ist er auf jeden Fall noch vielversprechend. Nach den bisherigen Transfers sehe ich ihn schon in der Startelf. Merweil Biancardi, eine 4 von 10 habe ich ihm hier gegeben. Ja, er kann kicken, aber die Gefahr ist halt groß, dass er sich durch seinen Wechsel nach Heidenheim selber sehr geschadet hat. Eine Saison ohne Einsatz kann einfach viel kaputt machen. Startelf denke ich eher nicht. Vielleicht zeigt er in Kurzeinsätzen, was er kann und kann sich so hocharbeiten. Dann geht es weiter mit Tom Gerkens. Eine 6 von 10 habe ich ihm hier gegeben. Bei der zweiten von Fortuna Düsseldorf hat er sich stark entwickelt und war sogar Kapitän. Eine Liga höher muss er sich jetzt natürlich durchsetzen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es klappt, weil er jung und hungrig ist. Außerdem denke ich schon, dass er so ein kleiner Kämpfer ist. Maximilian Großer, 5 von 10 habe ich ihm gegeben. Junges Talent, wir müssen halt sehen, ob er es irgendwann in die Startelf schafft. Zu Beginn denke ich mal eher nicht. Momentan kann man einfach nicht viel sagen. Man muss abwarten und Tee trinken in der Regionalliga. Beim HSV 2 hat er gezeigt, dass er kicken kann. Ich denke aber mal, dass es erstmal nur für die Bank reichen wird. Keito Mitsuta, 9 von 10 habe ich ihm hier gegeben. Ich bin, denke ich mal, schon begeistert. In der Regionalliga bei Mainz 2 hat er schon gezeigt, dass er ordentlich Schwung reinbringen kann. Die dritte Liga wird auf jeden Fall der nächste richtige und wichtige Schritt für ihn sein. Ich denke mal, das könnte schon gut zusammenfassen. Nassim Bujelab, 6 von 10. Er ist halt eine Wundertüte. Wenn er Bock hat und sich auf die dritte Liga einlässt und auf das Umfeld, kann er eine Wahnsinnsverstärkung sein. Aber er kann halt auch ein bockiges Kind sein, wenn es mal nicht so läuft. Wir müssen schauen. Ich denke aber schon, dass das klappen könnte. Aygün Yildirim, 7 von 10. Er bringt Erfahrung in ein junges Team. Das ist immer gut. In Verl konnte er schon Drittliga-Erfahrung sammeln und auch die Qualität in der zweiten Liga hat er einigermaßen überstanden, sage ich mal so. Auch weil er sich in der Region gut auskennt, guter und sinnvoller Transfer. Die nächsten beiden wären die Torhüter. Wir fangen mit Leo Oppermann an. Eine 8 von 10 habe ich ihm hier gegeben. Auch wenn ich mir natürlich einen erfahrenen Torhüter gewünscht hätte, denke ich, dass es mit ihm in der Startelf schon funktionieren könnte.
Eine Liga drunter hat er schon bewiesen, dass er ein guter Schlussmann ist. Hoffen wir, dass er es auch in der dritten Liga zeigen kann. Der zweite ist Jonas Kersken. 7 von 10 habe ich ihm gegeben. Wie ihr schon merkt, ich bevorzuge halt Oppermann im Tor. Trotzdem guter junger Keeper. Aber ich denke mal eher als Backup für Leo. Christopher Lannert, 9 von 10. Er bringt Erfahrung und Drittligakenntnisse mit. Genau das, was wir brauchen. Ich sehe ihn halt sofort in der Startelf. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Niklas Schipnowski, 8 von 10. Im Prinzip das gleiche wie bei Lannert. Erfahrung in der dritten Liga, hat er dazu noch Erfahrung in der zweiten Liga. Aber genau das ist halt der Haken. Er hat sich jetzt die letzten zwei Saisons sehr an die zweite Liga gewöhnt und muss sich erstmal wieder auf das Niveau in der dritten Liga einstellen, beziehungsweise dieses Kämpferische in der dritten Liga. Der letzte ist Manuel Winzheimer, 9 von 10 nach der Verpflichtung und 10 von 10 nach dem Testspiel gegen Aalen. Ja, ich weiß, man sollte es nicht so hoch einranken, es ist halt nur ein Testspiel, aber ich sehe ihn mit Klos als Doppelspitze auf jeden Fall in der Startelf. Er bringt Erfahrung und Torjägerqualität mit, auch wenn es beim HSV natürlich nicht so lief, aber ich denke mal, dass die dritte Liga ein guter Schritt für ihn sein wird und ja, ich denke mal, er ist für 10 plus Tore auf jeden Fall zu haben. Das war also meine Meinung zu den Spielern. Jetzt gehen wir nochmal in eine andere Grafik und es gibt nochmal eine kleine Startaufstellung mit den bisherigen Transfers. Im Tor gehen wir, wie ihr schon geahnt habt, mit Oppermann. Der Rechtsverteidiger wird Can Özcan. Die Innenverteidigung bildet Gerrit Gulke zusammen mit Sami Belkahir. Als Linksverteidiger dann Christopher Lannert. Ja, er ist eigentlich Rechtsverteidiger, aber einen Linksverteidiger haben wir im Moment nicht. Aber er kann halt auch Linksverteidiger spielen und darum hier auf der Position. Das zentrale Mittelfeld, da geht einmal Tom Gerkens hin für den defensiveren Part und Nassim Bouchelab für den offensiveren Part. Der rechte Flügel besetzt Niklas Schipnowski, den linken Keito Mitsuta. Er ist ja auch eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch auf dem linken Flügel spielen. Der ist mir ehrlich gesagt lieber als Biancardi, der wie gesagt in der letzten Saison keinen Einsatz für Heidenheim hatte. Und als Stürmer dann, wie ihr schon rausgehört habt, Doppelspitze mit Fabian Klos und Manuel Winzheimer. So, und dann sind wir am Ende von dem Video angelangt. Wie schon am Anfang gesagt, gerne eure Meinung zu den Spielern in die Kommentare. Auch gerne, wie ihr die bewerten würdet, wäre ich sehr gespannt drauf. In diesem Sinne sind wir am Ende von diesem Video angelangt. Lasst sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat, ein Abo auf dem Kanal. Wenn ihr weiter Arminia-Content sehen wollt. Ich bin raus, bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!